Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Ja, wir waren hier stehen geblieben und ja, wir fliegen jetzt einfach mal direkt zurück in die mittlere Ära, weil mir ist aufgefallen, dass wir die Insel nicht finden können, weil Thoma hat ja in der mittleren Zeit damals gelebt. Dann hat er die Dingens auch in der mittleren Ära gefunden, die Muschel. Eigentlich logisch. Na gut, mittlerweile mal wieder speichern hier. Und jetzt laufen wir durch die Höhle durch. Thomas zerknüllte Notiz, diese Löcher. Wenn ich absichtlich hineinspringe, muss ich wieder von vorne anfangen. Löcher. Aber das hier, das ist die Tyrannohöhle. Die muss unter die Erde gedrückt worden sein, als Laphos vom Himmel fiel. Ja, unter der Erde. Ist genau wie Degeret. Weißt du, passt du auf Degeret? Mach, schneide Dünnerfleisch schweißfrei. Scheiße, wir haben gerade nicht genug Mana für Chili, dass er Leuchten benutzen kann. Na gut, dann eben nur Gewitter 2. Zack, zack und yay. Bam. Oh Gott. Okay. Und tot ist er. Nehmen wir uns die Sichtkappe. Schauen wir mal besser. Obwohl, schauen wir mal im Dunkelhelm. Besser. Nee. Hier lang. Oh, da geht's runter. Runter! Sauber. Ja, falscher Weg. Und wieder zurück. Zurück. Ach, die Viecher. Ach scheiße, und wieder haben wir keine Mana für Chili. Müssen wir wohl oder übel physisch angreifen. Oder beziehungsweise mit dem zweifachen Waffer von Frozy. Oder reicht vielleicht für eine Raketrolle? Oh, dafür reicht doch. Ach nö. Ah, Chaos ist Verwirrung, okay. Okay. Oh, bam. Na gut, ich hatte jetzt zwar mehr Damage. Wow, erhofft. Jetzt hat es mir extrem auf den Magen gedrückt. Was ich nicht unbedingt erotisch fand. Frozy erreicht die nächste Stufe. Yeah! So, jetzt hat Chili aber wieder Mana. Ja. Das hat uns was gebracht. Hier ist auch gar nichts.
Wir haben ihn zumindest kurz berührt. Ich hab's genau gehört. Och man, ich mag diese Viecher nicht. Es sind zwar komische, es sollen ja eigentlich Affen sein, aber das sind keine coolen Affen. Und warum fokussen wir jetzt verdammt nochmal auf Frozy dauerhaft? Oder warum fokust er die ganze Zeit Frozy?